Das Gesundheitssystem. Es verschlingt Milliarden und wird immer teurer und trotzdem werden immer mehr Menschen krank. Inzwischen schätzen Krankenkassen, dass fast jedes vierte Kind chronisch krank ist. Woran liegt das? Unser heutiger Gast sagt, es gibt ganz natürliche und einfache Wege, sich selbst zu heilen. Er hat eine 40-jährige Erfahrung als Naturheilarzt. Karl Probst, jetzt hier bei Welt im Wandel TV. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Dr. Karl Probst. Sie haben habilitiert und Sie sind ein Doktorianat auch. Ja. Und waren auch Allgemeinarzt, bevor Sie sich mit der Naturheilkunde beschäftigt haben. Und seit 40 Jahren behandeln Sie Patienten mit chronischen Erkrankungen. Da muss man natürlich die Frage stellen, ist das Ihrer Meinung nach ein Phänomen, das mit der Zeit zugenommen hat, diese chronischen Erkrankungen? Ja, ja, ohne Zweifel. Also ich erinnere mich noch sehr lebendig an das Studium. Wir waren etwa 200 Leute in dem Semester und dann eines Tages war der ganze Hörsaal in Hochspannung. Da war nämlich ein 69 Jahre alter Mann in der inneren Medizin auf der Station da oben irgendwo. Der hatte schon Krebs bekommen. Überlegen Sie mal, also vor 50 Jahren war das, nicht? Also ein 69 Jahre alter Mann mit Krebs, das war die Sensation. Und wir sind dann alle ganz verstohlen aus Versehen in das Zimmer rein. Ach so, so sieht also ein Krebspatient aus. Also. Und inzwischen ist es ja so, dass wir sogar schon Kinderkrebskliniken haben. Jede anständige Stadt muss mindestens eine Kinderonkologie haben. Also absolut, das nimmt explosionsartig zu. Und irgendwann, jetzt gerade vor wenigen Wochen habe ich gelesen, und zwar, da haben die Krankenkassen Spitzenverbände wegen diesem wahnsinnigen Pflegenotstand, den wir haben. Bis jetzt waren es ja Polen und alle möglichen. Jetzt haben sie einen Vertrag abgeschlossen mit der Ukraine und einen Vertrag mit Mexiko, dass von da eben diese ganzen Pflegekräfte, die benötigt werden, um diese chronisch Siechen und Kranken, sei es nun eben im Sinne von Demenz, sei es eben von sonstigen pflegebedürftigen Krankheiten, damit die überhaupt versorgt werden. Also es ist eine echte Katastrophe, die da in der Mache ist und niemanden scheint es zu interessieren. Mhm. Sie gehen da irgendwie einen anderen Weg, ja? Also es gibt ja immer mehr Spezialisierungen in der Medizin, Onkologen und was weiß ich. Und es gibt auch immer mehr chronische Krankheiten, nicht nur was Krebs angeht, sondern überhaupt so. Ne? Es scheint so um sich zu greifen, ja, irgendwie. Ja. So. Das ist ja das, was Kollert, das war ein Mediziner vor 100 Jahren, hat das sehr, sehr schön und präzise auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, der Niedergang der Medizin hat damit begonnen, dass sich vor jedes Loch ein Spezialist gesetzt hat. Wir haben den Narkologen und den Ophthalmologen und den Otologen und so weiter und so weiter. Den Arschloch, also Proktos auf Griechisch, nicht? Wir müssen ja Griechisch reden. Proktologen, der sich also um die Hämorrhoiden kümmert, den Vaginologen oder Gynäkologen oder wie das da heißt. Verstehen Sie? Und genau wie Sie schon angedeutet haben, es ist diese Spezialisierung, dass jeder nur noch sein kleines mikroskopisches Löchlein sieht und der große Blick, der Überblick, der ist total verloren gegangen. Und damit hängt das engstens zusammen, weil keiner sich mehr fürs Ganze zuständig fühlt, sondern halt eben jetzt sein Spezialgebiet abarbeitet. Deswegen gehen wir insgesamt global gesehen alle Mann vor die Hunde. Sie sind ja eher so ein Allrounder, ne? Sie sind ja Naturheilarzt, aber Sie sind auch Physiker und Sie sind auch Hobbytheologe. Ja, neben Ihrer Tätigkeit als Bestsellerautor. Wie spielt das alles da zusammen bei Ihrer Heilkunst, sage ich mal? Ja, das glaube ich in der Tat. Und zwar, wenn Sie jetzt mal genau gucken, also ich habe ja in diesen Büchern auch so eine, erstmals kann man sagen, eine konsistente Pathophysiologie und auch Salutogenese, also wie entsteht Gesundheit? Das ist noch viel wichtiger, als wie entsteht mal hier in die Kamera halten, ich hoffe, es spiegelt nicht. Das ist ein Buch, das sich wohl sehr gut verkauft. Genau, das ist eben dieser Bestseller, der gerade bezüglich Krebs, warum nur die Natur uns heilen kann, wo man wirklich Schritt für Schritt anhand von vielen Bildern erkennt, wie läuft das überhaupt mit der Gesundheit? Und das ist alles schön und gut, aber dennoch gibt es immer wieder Therapieversagen. Das heißt, ein ganz wichtiges Element, und das ist diese spirituelle Neuausrichtung, die fehlt bei den allermeisten. Das heißt, sie leben gesund und der Darm muss in Ordnung gemacht werden und es muss entgiftet werden, jawohl. Aber das ist noch nicht genug. Es muss wirklich hier ein innerlicher Wandel stattfinden. Und wenn Sie jetzt gucken, gerade auch Menschen, die früher völlig normal waren, nicht, die haben jetzt so das Handy, also Herr Fleischer, sprechen Sie durch weiter, ich bin ganz bei Ihnen. Ja, verstehen Sie? Ja. Und
genau da fängt es eigentlich an. Wir müssen von der Hypnosekiste letztendlich, über die Augen kommt ja immer die Versuchung. Und gerade wenn Sie jetzt die Heilige Schrift lesen, im griechischen Urtext und im Alten Testament, im hebräischen Urtext, da stehen gigantische Weisheiten eben über die Augen. Das geht ja schon beim Sündenfall los, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Da kam doch die Schlange, nicht? Und das ist ja das Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben, also sieht ja auch schon aus, das Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen. Und dann kommt im Vers 6 dreimal das Wort sehen. Und die Frau sah, dass es gut anzusehen war und ihr Erkenntnis gibt. Also über die Augen dringt die Sünde ein. Und, dass sich mit solchen Dingen muss man sich einfach mal fundamental beschäftigen. Oder das Wort interessant, Interesse, nicht? Das Interesse ist direkt lateinisch, dazwischen sein. Und auch interessant, das ist das Partizip Präsens, dazwischen seiend. Also wenn ich viele interessante Dinge, auch jetzt das Interview ist ja auch sehr interessant, aber es ist gefährlich, weil hier unten sind wir, da oben irgendwie ist die Sonne als Repräsentant Gottes. Und je mehr interessante Dinge wir lesen und hören, umso mehr trennen wir uns. Es wird etwas zwischen uns und Gott geschoben, eben das Interessante, das Dazwischenseiende. Nicht unproblematisch. Und das sind eben die Dinge, die ich da gemacht habe. Okay, gut. Aber Sie haben ja Ihre wissenschaftlichen Fakten, die Sie in dem Buch zusammengesammelt haben, nicht aus der Bibel, nehme ich mal an, sondern Sie haben sich bestenfalls inspirieren lassen. Jetzt nochmal zu diesen chronischen Krankheiten. Woran liegt denn das, dass die Krankheiten so zugenommen haben über die Jahre? Also das könnte man vielleicht gleich sehr schön anhand dieses Bildchens hier auch zeigen. Und zwar, wenn Sie sich das mal angucken, wir sind eigentlich nichts anderes als eine Art besserer Mülleimer. Hier sehen wir dieses Fass, dieses Fass, was da eben am Überlaufen ist. Und da gibt es zum Beispiel Amalgamplomben, ein kaputter Darm. Und der Stress, sinnigerweise hier, das Oberste ist die Stressbelastung, die dann in den meisten Fällen das Fass zum Überlaufen bringt. Und dieses Überlaufen der Klärgrube Mensch, das ist das, was wir gemeinhin als Krankheit apostrophieren. Das heißt also, wir müssen gucken. Übrigens, das ist auch biblischer Tatbestand, im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, da steht geschrieben, ich werde die Übertretungen der Menschen bis ins dritte und vierte Glied bestrafen. Und das sind diese sogenannten Erbgifte. Also vor etwa 100 Jahren hat ja die ganze Nahrungsmittelindustrie angefangen. Übrigens ist ein gigantischer Unterschied zwischen Lebensmittel und Nahrungsmitteln. Diese denaturierten Nahrungsmittel, die wir bekommen, 80-90%, was wir im Supermarkt kriegen, also alles, was länger als eine Woche nicht im Kühlschrank noch nicht schlecht wird, das ist irgendwie lebensfeindlich. Es ist essbarer Müll, um es mal ganz deutsch zu sagen. Und vor 100 Jahren hat das begonnen, also die Urgroßeltergeneration, die hinterlässt sogenannte Erbgifte, dann die Großeltergeneration, dann kommt die Eltern direkt, sodass also die Pufferbreite für die kleinen Babys immer enger wird und deswegen werden ja schon viele Kinder im Mutterleib an Krebs erkranken. Ist fürchterlich. Es gibt eine Gesellschaft für intrauterine Chirurgie, da wird nachgeguckt, wie kann ich das Baby im Mutterleib, weil es schon die Klärgrube am Überlaufen hat, wie kann ich das so geschickt operieren, diesen Krebs, dass die Frucht nicht abgeht. Also Sie sagen, der Krebs ist bei den Kindern im Uterus entstanden, weil die Eltern so viele Giftstoffe in ihren Körpern, genau, die Giftstoffe, die verschwinden nicht einfach. Das ist ja der Wahn, und das wissen Sie, viele Ärzte haben das ja inzwischen auch übernommen, dass sie sagen, auch als Vorbereitung zum Beispiel für eine Schwangerschaft sollte sowohl der Mann wie auch die Frau eigentlich entgiften. Und wenn Sie gucken, also ich bin ja hauptamtlich in Bolivien, und also es ist unglaublich, es ist ein Entwicklungsland, könnte man denken, aber gefühlt an jeder Straßenecke gibt es da so eine Befruchtungsklinik. Warum? Der Mann funktioniert, die Frau funktioniert, aber irgendwie kommen keine Kinder. Die müssen dann eben so mit dieser künstlichen Befruchtung eben erzeugt werden. Übrigens, ein kleines Schmankerl nebenher, hier in Deutschland kostet so eine künstliche Befruchtung etwa 5.000 Euro. Ich habe einige Patienten in Südamerika und da kostet eine Befruchtung 15.000 Euro. Dollar, also dreimal so teuer als in Deutschland. Woran liegt das, dass die sich dort befruchten lassen müssen? Ja, eben, weil die Klärgrube sowohl bei der jungen Frau wie auch bei dem jungen Mann jetzt schon am Überlaufen ist. Und dann geht ja die Frucht ab. Also die werden dann häufig auch schwanger, aber dann geht die Frucht ab. Das ist ganz dramatisch. Warum? Weil die Klärgrube Mensch eben schon nicht mehr ein Baby noch zusätzlich erträgt. Man kann gerade noch selber vielleicht mit Müdigkeitssyndrom, Sie wissen, das ist ja eine Volkskrankheit. Die Leute haben nichts, gehen von Arzt zu Arzt, werden dann noch zum Schluss mit einem Jagdschein beglückt, weil sie sagen, das ist ein Spinner, meistens die Frauen. Aber
Also ich glaube denen das. Das ist glaubhaft. Die sagen, ich bin dauernd müde. Ich stehe morgens auf und bin schon müde. Und das sind immer mehr Menschen. Und das kommt eben von diesem Verschlag. Genau. Ich wollte Sie gerade fragen. Das kommt also daher, dass Sie sagen ja, die Menschen, die Krankheiten, die verschiedenen Krankheiten, die Menschen ausbilden können, haben eigentlich alle eine Ursache. Genau. Überlaufende Klärgrube Mensch. Das ist der Knalleffekt. Genau so läuft das. Und wie das aussieht, denn ist es ganz klar, das hängt mit der Diät zusammen. Diese sogenannte proinflammatorische, also Entzündung. Also mit der Ernährungsweise. Ernährungsweise, ja. Und zwar speziell die Kohlenhydrate. Mhm. Die konzentrierten Kohlenhydrate, das wissen wir seit vielen Jahren. Also Brot, Reis, Nudeln. Nudeln, Zucker. Genau, Kartoffeln, lauter solche Dinge. Und also die, alles, womit wir groß geworden sind. Sozusagen. Richtig, richtig. Aber jetzt wird es spannend, wenn Sie sich das angucken über Jahrtausende. Es gibt ja also drei große Nährstoffgruppen. Es gibt die Fette, es gibt die Eiweiße und es gibt die Kohlenhydrate. Über Jahrtausende hat die Menschheit mit Fetten sich ernährt, also mit der Speckschwarte oder mit Öl oder mit Butter. Das waren die Nahrungsmittel. Und dann kam im Jahre 1964 ein amerikanischer Epidemiologe, Ansel Keys, K-E-Y-S. Und der war eigentlich ein Geheimagent der Zuckerindustrie. Und der hat dann eine gefälschte Studie veröffentlicht, in der er dann angedeutet hat, also es ist eine hochdramatische Sache, ist auch bestens in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur auch dokumentiert worden, dass er sagte, je mehr Fette in einem Land verzehrt werden, umso mehr Herzinfarkte. Und dann hat natürlich die amerikanische Regierung blitzartig die Ernährungspyramide auf den Kopf gestellt. Bis damals, bis 1964, waren die Fette die Grundnahrungsmittel und die Kohlenhydrate waren hier oben möglichst zu meiden. Und dann wurde die auf den Kopf gestellt und seit damals, das ist hier die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, gilt aber genauso in Frankreich, in England, in Österreich, in Schweiz und so weiter, Kohlenhydrate. Hier steht zum Beispiel Getreideprodukte mehrmals täglich, zum Beispiel Brot, Teigwaren, Kartoffeln, Nudeln, Hülsenfrüchte. Und die bösen, bösen Fette sind da oben. Und seitdem kam es ja zu dieser unglaublichen Explosion an Krankheiten in jeder Form. Speziell Diabetes. Krebs ist ja eine Volkskrankheit geworden. Immer jünger, nicht Kinderonkologie und solche Dinge. Also es sind ganz einfache Zusammenhänge, die einfach dazu führen, denn wenn wir da zu viel eben an entzündungsfördernden Substanzen verzehren, nicht wo ein Feuerchen ist, da gibt es Asche und diese Asche, die wird hier in diesem Bindegewebe, also hier haben wir die Kapillaren, die ja über die roten Blutkörperchen den Sauerstoff bringen, hier oben haben wir die Gewebe, da muss der Sauerstoff hin, ohne Sauerstoff kein Leben. Und wenn jetzt natürlich zu viel Dreck hier ist, der Sauerstoff, der wird hier in der Kapillare freigesetzt. Also Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz dazwischen fragen. Was hat das jetzt mit den Kohlenhydraten? Wie kommen wir jetzt von den Kohlenhydraten hier zu diesem Bindegewebe? Sind entzündungsfördernd. Entzündung bedeutet ein Feuerchen. Da wird also dauernd Brennmaterial nachgestopft und nicht, wenn es dann eben verbrannt ist, dann bleibt Asche übrig. Und die Asche kann nicht ausgeschieden werden. Die wird hier in diesem Bindegewebe eingelagert und dann kann die Sauerstoffdiffusion von den Gefäßen zu den Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Und das gibt dann irgendwann eben diese ganzen chronischen Erkrankungen. Das erste, Müdigkeit, Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, brauche ich gar keine Untersuchung. Da kann ich ihm prophetisch sagen, Herr Fleischer, wahrlich, wahrlich, wenn Sie Schmerzen haben, dann haben Sie irgendwo Sauerstoff. Und zwar genau Sauerstoffmangel. Warum? Weil Sie zu viel Asche, zu viel Abfälle, zu viele Schlacken in Ihrem Bindegewebe haben, welche die Sauerstoffdiffusion behindern. Ein ganz einfacher, logischer und auch vielfach bewiesener Tatbestand. Das sehen Sie ja zum Beispiel heute eigentlich in jeder, eigentlich alle Entgiftungskliniken haben als zentrales Reinigungsinstrument, und das kann jeder von uns auch privat machen, eine Sauna. Da gibt es also Studien, je öfter in die Sauna gegangen wird, je länger Sie jeden Tag in der Sauna sind, umso längere Lebenserwartung. Warum? Über die Sauna schwitzen Sie diese Gifte aus. Damit ist ein geringerer Widerstand, Diffusionswiderstand und der Sauerstoffpartialdruck im Gewebe kann sich erhöhen. Ganz einfach, logisch, in sich kohärent und konsistent. Was hat das jetzt mit der Zelle zu tun? Also was die Zellen, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Also ohne Energie kein Leben. Die Zelle, die möchte Energie produzieren. Aber um Energie produzieren zu können, wie gesagt hier, ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Hier zum Beispiel, für dieses Bild hat der deutsche Arzt Otto Warburg vor 88 Jahren, im Jahre 1931, den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und ich hatte eine kleine Privatklinik, habe nach diesem Prinzip auch gearbeitet. Sie sehen, hier sind also die Zellen und hier steht einmal plus O2 und minus O2. Solange noch gut Sauerstoff in die Zellen kommt,
Hier, das sollte ein Mitochondrium darstellen. Sie haben schon gehört, Mitochondriopathie. Dann wird der Sauerstoff... Also Mitochondrien sind so diese Kraftwerke in der Zelle. Die Kraftwerke der Zellen sind hunderte, also im Herzmuskel sogar vielleicht in jeder Zelle 2.000 bis 3.000 solche kleine Kraftwerke. Und mit Sauerstoff, da sehen Sie, das ist die sogenannte oxidative Phosphorylierung, da kann pro Mol Glucose 36 Mol ATP, also unglaublich viel Energie gebildet werden. Und je mehr wir jetzt im Laufe des Lebens verschmutzen, ja, dann fangen ja die Schmerzen an und die Allergien und Müdigkeitssyndrom und so weiter. Und irgendwann kommt nicht mehr genügend Sauerstoff durch. Und wenn kein Sauerstoff mehr durchkommt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Zelle stirbt, weil sie eben keinen Sauerstoff mehr bekommt, oder aber die Zelle erinnert sich, aha, da gibt es ja noch ein archaisches Programm, ein Notprogramm, die sogenannte anaerobe Glykolyse, das heißt Vergärung. Die Glucose wird zur Milchsäure vergoren, das sind diese Muskelschmerzen, nicht Muskelkater. Und Sie sehen, anstatt 36 Mol ATP können wir jetzt plötzlich nur noch 2 Mol ATP bilden, also ein Achtzehntel. Deswegen haben wir zum Beispiel die Krebspatienten immer Müdigkeit und schlapp, aber immer jüngere Menschen, also es ist dramatisch. Ich bekomme jeden Tag Post, also von jungen Menschen, junge Frauen, die Brustkrebs haben mit 18, mit 20, das ist unfassbar eigentlich, die Tragödie. Und das hängt genau damit zusammen. Es wird immer mehr Dreck eingelagert, die Sauerstoffversorgung der Gewebe wird immer mehr eingeschränkt und es wird der Körper, das geht ja nicht nur nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz, sondern allmählich mit der Verschmutzung muss ein immer größerer Teil mit diesem energiearmen Fermentierungsprozess, also mit der Vergärung beschritten werden. Und das erzeugt dann zunehmend diese schleichende, und wie gesagt, das sind die Hilfeschreie, die ich jeden Tag bekomme. Ich bin ein junger Mann, jetzt eben 20 Jahre alt geworden. Ich war Leistungssportler noch bis vor kurzem. Jetzt kann ich kaum 3 Stufen gehen und bin schon außer Atem und kann nicht mehr weiter. Das hängt genau damit. Und wie gesagt, keiner hat mehr die Entschuldigung. Das ist vor 88 Jahren mit einem Nobelpreis bedacht worden. Und wie gesagt, in meiner kleinen Privatklinik hatte ich damals nach diesen Prinzipien gearbeitet und sensationellen Erfolg. Und da sehen Sie wieder, Verbesserung der Sauerstoffversorgung. Zum Beispiel, indem Sie Sauerstoff über einen Sauerstoffkonzentrator inhalieren. Und damit gibt es also Untersuchungen, haben Sie eine bessere Lebenserwartung von etwa 5 Jahren. Also Sie haben eine Stunde pro Tag, setzen sich diese Maske auf, da können Sie lesen, schreiben, machen, was Sie wollen. Inhalieren natürlich mehr Sauerstoff. Dadurch kommt es natürlich zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung der Gewebe, aller Gewebe, vor allem hier oben rum. Und die Altersbeschwerden und die Altersverblödung, die werden erstmal 10, 20 Jahre. Na gut, aber das kann ja jetzt keine Lösung sein, dass Sie einfach jedem sagen, wir besorgen sich so einen Sauerstoffkonzentrator, der dann aus der Umgebung... Nein, oder dann machen Sie einen Waldlauf, einen Dauerlauf hier in die grüne Natur. Genau. Oder. Nee, aber Sie haben ja eine Methode entwickelt, ja, die ja auch Ihren Namen trägt, die Dr. Probst-Methode, ja, wo Sie versuchen, um diesen Sauerstoffkonzentratorapparat herumzukommen. Natürlich, ist ja klar, die Natur ist immer das Beste. Also das Ziel ist, wenn ich es richtig verstanden habe, den Körper zu befreien von diesen Giftstoffen, die im Bindegewebe eingelagert sind, damit der Sauerstoffzufluss zu den Zellen wieder funktioniert und die damit kein Krankheitspotenzial mehr entsteht. Habe ich das richtig ganz genau verstanden? Genau, okay, so. Und was machen Sie denn da mit Ihrer Methode? Was ist denn das? Also erstens mal, wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, dass wir dauernd halt vor allem die Kohlenhydrate, ja, dass wir die da nicht dauernd reinstopfen, weil das eine sogenannte proinflammatorische Diät darstellt, dass aber dauernd praktisch Brennholz hinterhergeschoben und das Feuerchen ist immer, ouch, jetzt bin ich 40, jetzt muss mir alles wehtun und solche Sachen. Also muss ich mal ganz kurz, bevor wir zu der Methode kommen, jetzt doch mal fragen, was essen Sie denn dann eigentlich, wenn Sie keine Kohlenhydrate? Also ich habe beobachtet, wenn Sie langfristig im Stabilität bleiben wollen, das muss man im Individualfall gucken, gerade mit der sogenannten Dunkelfeldmikroskopie kann man sehr genau abschätzen, was muss geändert werden. Aber grosso modo kann man sagen, wenn Sie 80% Rohkost und weniger als 20% Kochkost zu sich nehmen, haben Sie schon gewonnen. Auch der Kochprozess, der verändert sehr vieles. Und ist nicht unproblematisch. Also 80-20, diese Regel, eine weitere Gesundheitsstrategie, fast noch wichtiger als was wir essen, ist in welchem Zeitraum. Und das ist das sogenannte intermittierende Fasten. Das heißt also, das kennen wir zum Beispiel von den Viehzüchtern. Nicht? Also ich habe mit vielen Viehzüchtern gesprochen, auch so mit solchen, die Fische züchten und so weiter. Die müssen alle immer etwas Hunger haben. Und das macht ja heute, das ist eine generelle Regel bei Viehzüchtern, dass nur innerhalb eines Zeitfensters, meinetwegen am Tage, wird gefressen. In der Nacht
muss gefastet werden. Deswegen heißt es ja auch Breakfast auf Englisch, also das Fastenbrechen am Morgen. Und inzwischen gibt es also eine ganze Reihe von Studien, die gezeigt hat, wenn wir das Zeitfenster, in dem wir essen, vielleicht auf 4 bis 6 Stunden am Tag reduzieren. Das heißt, 18 Stunden wird gefastet und innerhalb von 6 Stunden wird dann gegessen. Das ist die stärkste Gesundheitsstrategie in Kombination mit dem Meiden der konzentrierten Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Reis und Hirse und solche Sachen. Das wären eigentlich so die beiden kardinalen Eckpunkte. Also erstens mal, geh hin und sündige nicht mehr. Das zweite, durch unsere gutbürgerliche Ernährung, kann man sagen, werden kleine Löchleins im Darm gebrannt. Dieser sogenannte Leaky Gut. Und dieser Leaky Gut, diese durchlässige Wand, Darmwand oder Sickerdarm, gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das bedeutet, die unverdauten Speisereste können in den Körper hinein diffundieren und stören und zerstören dann irgendwann das Immunsystem. Das ist auch hier irgendwo in einem Bild. Wie gesagt, es sind etwa 48 Abbildungen. Müssen jetzt nicht jede Abbildung da in die... Müssen wir nicht, nein, aber dass man einfach sieht, also ja. Wenn Sie sich vorstellen, hier haben wir die Darmzotten, eine einlagige Zellschicht trennt das Darminnere vom Körperinneren und die Zellen sind sehr eng miteinander verknüpft, verbunden, aber wenn dann so kleine Löchleins gebrannt sind, dann kann die, das nennt man Exotoxine, die unverdauten Speisereste diffundieren in den Körper und zerstören das Immunsystem. Auch, Sie merken schon, das sind ganz einfache, transparente, logische, sofort einsichtige pathogenetische Zusammenhänge, die ein konsistentes Bild ergeben. Und wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Automatisch, wenn wir das eine zusätzlich den Darm sanieren, haben wir die besten Voraussetzungen, dass wir eben keine Doktors mehr, oder in diesem Maße jedenfalls, brauchen. So, und wenn ich jetzt also schon schwer krank bin, was gibt es denn da noch außer Krebs? Irgendwie Rheuma vor allem, natürlich, ja. Diese ganzen chronischen Erkrankungen. Also da eigentlich nicht, wir kommen uns ja... Also meine Frage ist, wenn ich das schon habe, reicht es, wenn ich meine Ernährung umstellt, 80% Rohkost, 20% Kochen, haben Sie gesagt? Da würde man noch ein bisschen mehr in die Tricks. Und dann werde ich wieder gesund, dann hört das wieder auf, oder wie? Also sagen wir mal so von der Theorie her, wenn Sie mal die ägyptischen Pyramiden angucken, vor 5000 Jahren, nicht die Pyramiden von Gizeh, da gibt es 2 Inschriften, die mich sehr bewegt haben. Und zwar Nummer 1, also für Kranke. Fasten als Universalheilmittel. Ist ja auch ganz klar, die Klärgrube bedeutet nicht, die ist am Überlaufen, wenn wir uns das Bild nochmal vergegenwärtigen. Fasten bedeutet, wir stopfen, machen wir ja auch, wenn Ihr Waschbecken jetzt plötzlich überläuft, was machen Sie als erstes? Den Wasserhahn zu, oder? Und dann rufen Sie den Klempner, der soll da unten den Abfluss noch reparieren. Nebenbei merkt, dass das Bild nicht nur eine theoretische Bedeutung hat, das sehen Sie ja auch bei den, dass der menschliche Körper auch so eine Art besserer Mülleimer ist, das sehen Sie an der verbesserten Lebenserwartung von Frauen. Nicht, die haben ja alle 4 Wochen so ihre Spezialreinigung, das ist kein normales Blut, da kommen die Gifte raus. Und wenn dann die Frauen in die Wechseljahre kommen, dann geht die Krankheits- und auch die Sterblichkeitskurve von Männern und Frauen werden dann gleich. Aber während der Periodenzeit sind die Frauen wesentlich gesünder. Die sind natürlich bewusster und die kleinsten Kleinigkeiten ärgern die und dann gehen sie gleich zum Doktor, um Rat zu fragen. Aber insgesamt sind sie viel gesünder. Nebenbei merkt auch das Schwangerschaftsprodukt, alle schweren Krankheiten, also auch bei Rheuma oder bei Krebs, bis das Schwangerschaftsprodukt ausgetragen ist, bleiben alle Krankheitsprozesse erstmal stehen. Also da sind ganz mystische Zusammenhänge in meinen Augen. Ja, irre. Ja, so, also wenn ich jetzt also schweres Rheuma habe, dann muss ich meine Ernährung umstellen und dann kann ich das wirklich wieder loswerden. Diese Nummer 1, dann hört das Ernährung, auf, ja? Geh hin und sündige nicht mehr. Mhm. Nummer 2, die bereits eingetretenen Schäden im Magen-Darm-Kanal, diese Leaky Gut, diese durchlässige Darmwand, muss dringend ausgeheilt werden. Und da muss man sagen, die meisten geben ja dann diese Probiotika, Symbiotika. Das sind also lebende Bakterien, lebende Darmbakterien. Genau, habe ich auch schon genommen. Ja. Wenn man zum Arzt geht, Antibiotika bekommt, dann, wenn das ein guter Arzt ist, sagt er, hier nimm mal noch Probiotika. Natürlich. Und viele geben dann lebenslang den Menschen Probiotika. Übrigens hochspannend, auch die privaten Krankenkassen haben das inzwischen weitgehend ausgesteuert, weil das bringt nichts. Wir müssen unbedingt das Körpermilieu verändern. Das ist das Geheimnis, was ich leider hier in diesem Buch dann noch... Das ist jetzt das blaue Buch. Ja, das blaue Buch. Und zwar dieses Entscheidende. Also hier haben wir den pH-Wert aufgetragen.
von 0 bis 7 ist sauer, von 7 bis 14 ist alkalisch. Und das hat Robert Young vor 30 Jahren eben sehr viel geschrieben, inzwischen auch in der Schulmedizin anerkannt. Die Säure, also von 0 bis 7, da kann Krankheit entstehen. Wir müssen in den grünen Bereich kommen, also wir müssen den Stoffwechsel alkalisieren. Da ist zum Beispiel also alkalisieren heißt alkalisieren basisch, oder basisch. Das nennt man basisch, ja. Also Mangel an Protonen. Das ist ein Überschuss an Protonen. Also da geht es um die Wasser. Deswegen heißt es ja Potentia Hydrogeni. Also dieser pH-Wert bedeutet, hier sind sehr viele Wasserstoffionen. Das ist ungesund. Wir müssen hier oben kommen. Und da gibt es eben die verschiedensten Methoden. Die billigste Methode wäre das mit dem Lathon. Die effizienteste Methode wäre zum Beispiel mit dem Redox-Basenpulver, was ich in Verbindung mit der Firma Telomit entwickelt habe. Denn da wird dann auch gleichzeitig die zweite Variable, die ich wieder entdecken durfte durch die Gnade Gottes, nämlich das sogenannte Redoxpotential harmonisiert. Redoxpotential lernt man heute leider nicht mehr in der Schule, aber das Konzept ist ganz einfach, und zwar die Zahl der Elektronen. Niedriges Redoxpotential bedeutet viele Elektronen, das ist gesund. Und die meisten, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in solchen Gebäuden sind, da werden die negativen Ionen oder auch die Elektronen gebremst. Also hier ist ein Mangel an Elektronen, das ist der sogenannte oxidative Stress, das ist ungesund. Wir müssen viele Elektronen im Körper bekommen, verschiedene Methoden. Rohkost bringt Elektronen ins System. Barfußlaufen, deswegen sind ja die Kinder so fit, weil die dauernd auf der Erde barfuß rumlaufen. Haben wir alle erlebt, wenn wir am Meeresstrand sind, hier am feuchten Meeresstrand spazieren gehen oder nach einem Gewitter im Wald spazieren gehen, da ist die Luft geschwängert mit negativ geladenen Elektronen, dann kommen wir hier unten hin. Kurzum, wir müssen in den Reduktiv, das nennt man Reduktion, das nennt man Oxidation, wir müssen in den grünen Bereich kommen, reduktiv, basisch. Nur dort ist Gesundheit nachhaltig möglich. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, über die Ernährung Nummer eins. Und dann eben auch eben, wenn, gerade zu Beginn, wenn jetzt schon sehr viel Säure angehäuft ist und sehr viel Mangel an Elektronen vorhanden ist, dann muss man etwas machen. Und das wäre zum Beispiel mit Schwefelgold, das ist ein Produkt, was ich in Verbindung mit der Firma Telomit entwickelt habe. Das ist der Nachfolger von Schwefel. Sie haben vielleicht von der Schwefelkur gehört, die auch gerade Ihre Kollegin, genau, Frau Peggy, Rockter, ja. Die Peggy, genau. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, weil da immer wieder Nebenwirkungen beklagt werden. Und da haben wir jetzt dieses neue Produkt nach langer Forschungsarbeit, was eben diese Nebenwirkungen mit den Darmkrämpfen, auch die Geruchsbelästigung eben nicht mehr hat. Und das wäre also die Geschichte, dass wir durch dieses Redoxbasenpulver und durch das Schwefelgold, das ist dieses Nachfolgepräparat, in diesen grünen Bereich hier kommen, wo überhaupt Gesundheit möglich wird. Das wären die beiden wichtigsten Komponenten. Darmsanierung, Umstellung der Ernährung und die Gifte, die sich schon eingelagert haben, das ist die dritte Komponente, die sich hier schon eingelagert haben in diesem Zwischengewebe, was wir vorhin ja uns angeguckt haben. Die werden dann ausgeschieden. Die müssen wir irgendwie aktiv ausschalten. Und darüber habe ich ja vor 22 Jahren, das erste Buch habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, das erste Buch im deutschsprachigen Raum über die Algen geschrieben. Die Algen, über die Alginate, das ist eine Art Chelartherapie. Sie haben gehört, nicht mit dem EDTA kann man als Infusion vom Doktor sich geben lassen. Dann werden Chele... Entschuldigung, habe ich nie gehört. Was ist das? Chelartherapie, da kriegen Sie, das ist eine Art Essigsäure, infundiert. Eine vierfach Essigsäure, kann man sagen. Und die ergreift dann eben diese hier vor allem Schwermetalle, Aluminium oder Quecksilber eingelagerten Stoffe. Und die werden ausgeschieden, sodass, das ist immer dasselbe einfache Prinzip. Die Sauerstoffdiffusion, vielleicht 100stel, 200stel Millimeter von den Kapillaren hin zu den Zellen, die muss möglichst reibungslos funktionieren. Und deswegen müssen wir diese Gifte eben ausschalten, zum Beispiel mit den braunen Algen über die Alginate. Und das geht nur aktiv, indem ich irgendwelche Pulver nehme oder mir irgendwas spritzen lasse? Genau, zum Beispiel. Das geht nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen reduktiv-basischen grünen Bereich komme, wie Sie gesagt haben, durch Selbstheilungskräfte des Körpers oder sowas? Ja, also zu Beginn, das ist so wie Schuldentilgung. Wenn Sie eine Million Schulden haben, dann, wenn Sie jetzt 100 Euro pro Monat meinetwegen tilgen, dann werden Sie vielleicht in 300 Jahren loswerden, und das soll ja schnell gehen. Also Sie sollten schon mal richtig durchpusten. Ist ja auch demotivierend jetzt, wenn Sie halt immer 100 Euro jeden Monat zahlen, werden Sie nie signifikant entschuldet werden.
Wenn Sie aber 100.000 Mal eben auf den Tisch legen, dann merken Sie gleich den Unterschied. Jawohl, jetzt geht's vorwärts. Und deswegen, die Chelartherapie ist ja das Standardmittel. Also ich hatte jede Menge Patienten, die kamen jede Woche ein, zwei Mal, um eine Chelartherapie zu machen. Gerade die älteren Herrschaften sind dann plötzlich wieder intelligenter. Der Faden reißt nicht ab. Die können bei Gesprächen wieder normal mitmachen. Also hochspannend. Und eben mit den Algen können Sie es im stillen Kämmerlein unter eigener Regie und ohne Nebenwirkung machen. Hier in dem Buch habe ich das auch genau beschrieben. Es ist alles ganz logisch, und zwar, das kann man sofort verstehen. Und zwar nach dem Gleichverteilungssatz, dann tun sich die Gifte hier gleichmäßig in den Knochen, in den Organen, im Blut, im Darm, überall verteilen. Das ist dieses Gleichverteilungsgesetz. Und wenn wir jetzt diese Alginate nehmen, dann wird im Darm ein unlöslicher Komplex gebildet, ausgeschieden über den Stuhl. Und jetzt gibt es natürlich ein Ungleichgewicht. Und dann kommt es im Laufe von einigen Monaten zur Nachdiffusion der Gifte aus dem Blut, aus den verschiedenen Organen, aus den Knochen, permanent in den Darm, wird gleich wieder abgebunden durch diese Kapseln, die man da nimmt. Und so innerhalb von einem halben bis einem Jahr, dann merkt, die Leute merken das, Mensch, ich hatte immer Kreuzschmerzen, jetzt habe ich keine Kreuzschmerzen mehr. Denn Kreuzschmerzen bedeutet lokal, das hängt einfach auch von der Gravitation ab, rein lokal, dass sich gerade im Lendenbereich dann die Gifte einlagern. Und wenn da sehr viele Gifte sind, dann natürlich ist klar, dann ist das Problem, dass dann die Sauerstoffdiffusion behindert wird, weil da sehr viele Gifte lokal sind und die entsprechenden Gewebe haben Sauerstoffmangel. Sie merken schon, es ist ein ganz einfacher, konsistenter Ansatz, wie man auch selber wird. Deswegen, eigentlich ist es traurig, ich habe jetzt vor einigen Monaten mit einer jungen Kollegin in Bolivien gesprochen, 28 Jahre alte Ärztin, und die hat mir bestätigt, das ist auch heute noch, auch in Deutschland habe ich das auch besprochen mit einigen Kollegen, noch heute wird dieses wunderbare Bild, was schon über 70 Jahre ist, es gibt Lehrstühle in Deutschland, in Japan, in China, in verschiedenen Ländern, die machen nichts anderes, als sich mit diesem sogenannten Interstitium oder Bindegewebe oder Grundsystem, da gibt es verschiedene Namen, dass dieses punktiert dargestellte Hindernis sozusagen für den Sauerstoff, dieses Stützgewebe beschäftigen. Also das ist nicht spekulativ, sondern durch Tausende von Studien in den letzten Jahren eben belegt. Und da sehen Sie, wie stark auseinander diffundiert ist die wissenschaftliche Medizin, also die Forschung, und der klinische Alltag. Das wird nicht besprochen. Die Studenten dann, die wissen nur, na klar, die Zellen, die kriegen irgendwie den Sauerstoff, aber wie das mikroskopisch funktioniert, das ist ja das, was wir jetzt momentan besprechen. Das ist hochinteressant. Ja. Dass wir den Leuten eine Handlungsanweisung geben. Du selber kannst das eben reparieren. Du selber in deiner Unwissenheit hast da zu viele Gifte abgelagert. Aber das ist nicht schicksalhaft. Mhm. Und ab morgen gilt eine neue Zeitrechnung. Mhm. Jetzt gehört zu Ihrer Probstmethode ja auch noch die spirituelle Komponente als vierter Faktor. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das muss ich ist, bibelfest werden? Ja, ich kann es ja in Kurzfassung eben sagen. Also es ist so, also wir bestehen ja mindestens aus drei Wesensgliedern. Also Körper, Seele und Geist. Also jetzt haben wir ja über das Körperliche gesprochen, schön und gut. Aber das Seelische zum Beispiel, was ist die Nahrung für die Seele? Ja, das wäre zum Beispiel Freude. Ja, dann haben wir das Geistige, das ist das Wichtigste. Wozu will ich überhaupt Gesundheit haben? Dass ich die alte Pfeife bin? Sie kennen ja die Geschichte von der Raupe und dem Schmetterling. Die Raupe, die frisst und frisst, und wir sind alle so eine Art Raupen. Aber dann irgendwann, auch die Raupe scheint dann irgendwann zu erkennen, das kann nicht der Lebenssinn sein. Und dann fängt die an zu meditieren, nicht? Die verpuppt sich ja dann. Und dann, nachdem sie da tief Buße getan hat, also Buße, das Wort Buße in der Bibel gibt es überhaupt nicht, da steht im griechischen Urtext immer das Wort Metanoeo, anders denken, ja. Ich habe ja in Madrid studiert, da habe ich damals meinen Dolmetscher gemacht, vor 50 Jahren. Ach, Sie sind auch Dolmetscher, ja? Ja, ja, staatlich geprüft, also ich habe notarielle Funktionen als in der spanischen Sprache. Und die Spanier, da war ich in Madrid damals, und das war unheimlich spannend, die sind ja sehr katholisch. Und da hatte ich so ein bisschen familiären Anschluss. Da war zum Beispiel eine Frau, erinnere ich mich noch, die hat dann ihren Schlüssel verloren. Und dann hat sie mit dem heiligen Antonius da angerufen. Wenn ich den Schlüssel wiederfinde, dann wird mein Mann als Buße, der wird dann, er macht dann die Buße, nicht? Einen Monat lang wird er mit demselben Hemd, ohne dass es zwischendurch gewaschen wird,
eben nicht im Sommer und so. Also. Und die andere Frau auch so ähnlich, die hat dann, die war auch so katholisch, also in der katholischen Kirche, da gibt es ja den Via Crucis, also mit diesen Bildern, mit diesen 12 Stationen. Da wird mein Mann als Sühne, als Buße, wird er dann den Via Crucis da in der Kirche auf den Knien rumrutschen. Und hat er auch gemacht, aber total idiotisch. Also anders denken heißt wirklich, wir müssen eine innerliche Umkehr haben. Wozu will ich überhaupt Gesundheit? Dass ich eine alte Raupe bleibe oder soll ich mich irgendwie transfigurieren? Sie kennen das ja nicht, da heißt es ja eben diese Transmutation, Transfiguration, die Metamorphose. Das ist das Lebensziel und dann macht die Gesundheit auch Spaß. Vorher ist es eben eine unsichere Sache. Hm. Also wenn ich mir das überlege, 80% Rohkost, 20%, wissen Sie, ich koche so gerne, ja, 20% nur was gekocht ist. Da stelle ich mir die Frage, was kann man denn da Leckeres essen, was gesund ist? Also was haben Sie da? Ganz fantastisch. Also wie gesagt, lassen Sie sich nicht erschrecken, Herr Fleischer. Wenn wir dieses Bild einfach mal verinnerlicht haben, dass wir wissen, okay, die Klärgrube darf halt einfach nicht überlaufen. Und das merken Sie ja. Zum Beispiel bei den Kindern merkt man es ganz besonders. Die kommen auf die Welt und haben doch dauernd ihre Bronchitis. Die husten genau, darum. Genau, die husten. Und was macht dann die törichte Mutter? Die nimmt das Baby und geht damit zum Doktor. Und der gibt natürlich einen Hustenblocker. Und der wirkt natürlich wunderbar. Der Husten ist nicht mehr da. Und die törichte Mutter denkt, also habe ich aber einen guten Doktor. Hat der mir ein gutes Medikament verschrieben? In Verkenntnis der Tatsache, dass das, was wir uns haben aufschwatzen lassen als Krankheit, eigentlich ja schon der Genesungsprozess ist. Also der Körper versucht, Giftstoffe loszuwerden. Über den Schleim auszuscheiden. Das Nächste, nicht bei den Frauen, das ist ja dramatisch. Man könnte eigentlich immer nur weinen. Wenn sie gerade so mit mehreren Frauen zusammen sind, die räuspern sich doch dann immer so. Und dann schlucken, das ist dieser weiße, komische, schaumige Schleim. Das ist genau der hochgiftige Müll. Der muss nicht grün oder gelb sein. Dieser weiße Schleim, das war jetzt die Methode oder wäre der Versuch des Körpers gewesen, den Dreck wegzuschmeißen. Da können ausnahmsweise die Frauen mal was von den Männern lernen, wie so ein alter Müllkutscher da oder eben diskret mit einem Taschentuch, egal. Sie in jeder Ecke spucken, meine ja, ja. In Madrid ist das ja gar nicht so, bis zum heutigen Tag. Das war, ja, echt, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich Leckeres esse. Sie müssten vielleicht mal noch ein Kochbuch machen oder sowas. Nein, eigentlich ein Rohkostbuch. Aber es gibt sehr viele Bücher. Schauen Sie mal, es gibt unglaublich viele und es gibt auch echte Rohkost-Gourmet-Chefs, die, ich war mal hier im Brenners Park Hotel, da haben wir uns auch so ein Menü da mal gegeben. Also es ist alles möglich. Es ist unvorstellbar und für Sie als Hobbykoch, fangen Sie mal an mit den ganzen Gewürzen, was es da so alles gibt, auch an frischen Zutaten, Granatapfel, neulich auch bei einem Menü, das war auch so ein Meisterkoch, da waren dann so Granatapfel, die kleinen Körnchen drin, das hat unglaublich gut geschmeckt, so fruchtig diese Mischungen. Also da ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Okay, so super. Ja, wo finde ich denn weitere Informationen über Sie im Internet? Also hier natürlich unter www.dr-probst.com, da sind dann auch die Produkte dargestellt und auch die neuen Produkte, die jetzt hier sind, gerade auch Vitamin D ist also sicherlich eine Geschichte, die sehr von Bedeutung ist. Und dann eben dieses Schwefelgold, das eben diese unangenehmen Nebenwirkungen, auch die Geruchsbelästigung ist nicht mehr da. Das sind so eigentlich die, vor allem weil dieses ganze Thema, auch Darmgesundheit, ist ja sehr stark besetzt worden von selbsternannten Gesundheitslehrern und sonstigen Experten, die aber einfach faktisch keine Ahnung haben und sehr viel Unheil anrichten, indem sie Ratschläge der Bevölkerung weitergeben, die einfach nicht zielführend sind. Und natürlich dann kommen die ganzen Beschwerden zu mir immer. Also ich bin dauernd beschäftigt mit Anfragen, um das versuchen zu reparieren, was andere anrichten, einfach in Ermangelung von Kompetenz und gleichzeitig dem größten Wahn, eben die Menschheit auf eine falsche Fährte zu setzen. Das ist wirklich dramatisch. Hm. Und Sie haben ja hier eine wirklich interessante Arbeit geleistet mit dieser Rohkostbewegung. Sie sind ja einer der Mitgründer der Rohkostbewegung vor 30 Jahren in Deutschland auch gewesen. Sind da also auch, haben da schon viele Erfahrungen damit gesammelt. Wie geht es Ihnen heute? Sie sind jetzt 72, ne? Ja, optimal. Hier ist leider keine junge Dame, vielleicht. Die das besser einschätzen könnte, oder was? Okay, gut. Also, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. War sehr interessant. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben auch was dazugelernt. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt und ich mache mich jetzt mal schlau, was es für Rohkostrezepte gibt. Danke, dass Sie da waren. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.